Hallo Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut bei Mass Effect 3. Und ich habe beschlossen, dass es jetzt Zeit wird für den nächsten großen DLC. Ich finde, das ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt. Und zwar ist das der hier, Citadel Dr. Bryson. Dr. Bryson arbeitet an einem geheimen Projekt und braucht Hilfe. Kontaktieren Sie ihn in seinem Labor auf der Citadel. Und das ist der sogenannte Leviathan-DLC. Und den gehen wir jetzt an, wenn wir uns hier aus unserem Kommunikationsraum freigekämpft haben. Oh, da blinkt's. Da sollten wir noch ein bisschen was lesen vorher. Ah, ich muss euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Elkor-Flottille, genau, die haben wir gefunden. Die Elkor-Flottille verfügt zwar über einige Kreuzer, aber ihre eigentliche Stärke ist der Truppentransport. Aufgrund ihres Körperbaus tragen Elkor schultermontierte schwere Waffen, bei denen Nachladen, Zielen und Munitionsauswahl von VI-Systemen übernommen wird. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Trupp von Elkor-Soldaten Raketenwerfer, Maschinengewehre und andere erschütternde Waffen auf dem Rücken trägt, als würden sie überhaupt nichts wiegen. Hoho, wie Kriegselefanten. Gerade stelle ich mir das so ein bisschen vor. Oder wie beim Herrn der Ringe, diese Olifanten. So, was haben wir bei den Asadi? Dr. Chelis, genau, die haben wir gefunden. Die Asadi-Wissenschaftlerin von der Forschungsstation im Silia-Nebel hat an einem Artikel gearbeitet, der die Ansicht vertritt, dass Nanoschaltkreise komplexe Verhaltensprobleme bei kommerziellen VIs lösen können. Ihr theoretischer Ansatz scheint durch die Pläne des Titels gestützt zu werden. Sie leitet jetzt die Abteilung, die die Platinen der Waffe baut. Saris-Wache, die haben wir auch gefunden. Die Saris-Wache hat den Auftrag, Söldner des Bloodpacks daran zu hindern, weitere Kolonien in den Terminus-Systemen zu versklaven. Nach einer Raumschlacht stürzten die Soldatinnen und die Söldner ab. Ohne Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Tessia setzten die überlebenden Asari den Kampf gegen die Reste des Bloodpacks fort und zwangen die frustrierten Sklavenhändler mit Fallen, Überfällen und nächtlichen Angriffen langsam in die Knie. Nach 9 Tagen und mehr als 100 Toten kapitulierte das Bloodpack schließlich. Die Söldner waren sehr erstaunt, dass sie es lediglich mit 5 Asari-Elite-Soldatinnen zu tun gehabt hatten. Obwohl die Mitglieder der Wache ihre Heldentat herunterspielten, wurden sie trotzdem bei ihrer Rückkehr nach Tessia sofort zu berühmt halten. Nur 5. Uiuiuiui. Tigel. Verbesserter Raumschifftreibstoff. Mit Helium-3 werden die meisten kommerziellen Raumschiffe angetrieben. Chemietechniker auf Sione haben dem Gas experimentelle Gemische zugesetzt, um einen effizienteren Treibstoff für Langstreckenflüge herzustellen. Eine ihrer neuen Formeln wird in Schiffen eingesetzt, die Material zum Tiegel bringen, was den Bau spürbar beschleunigt. Gut, es geht mehr als nur ein bisschen voran. Leute, das ist sehr gut. Wir brauchen wirklich alle Kraft, die wir kriegen können. Und jetzt hören wir uns mal unsere 2 Damen an. Die sind sehr schweigsam. Dann werde ich jetzt mal nur noch kurz zu Samantha, Edie und Joker schauen. Commander? Die sagt nichts. Ich denke, die anderen beiden sagen auch nichts, aber ich schaue trotzdem der Sicherheit halber mal dahin. Und dann gehen wir gleich eiligen Schrittes in Richtung Leviathan DLC. Commander? Notstromeinheiten aktuell auf 82,04% ihrer Kapazität. Das sollte korrigiert werden. Ja, ich erledige das, bevor wir wieder in eine Atmosphäre eindringen. Ich starte das Diagnoseprogramm. Edie, wir haben 5 davon. Laut Diagnoseprogramm haben wir jetzt 4. Alles klar. Edie hat ein wachsames Auge auf alles. Das ist sehr gut. Jemand muss das tun. Und wir wissen ja, dass der Joker so ein bisschen, naja, sagen wir mal, lockerer drauf ist, aber Edie ist da exakter. Das haben wir auch schon in Mass Effect 2 festgestellt. Gut, ja, dann fliegen wir jetzt zur Citadel, zu Dr. Brysons Büro, Labor. Sione verlassen wir. Und wir fliegen dann zum Serpent-Nebel, der ganz in der Nähe ist, hier. Asadi-Ratsherrin treffen und Dr. Bryson. Wenn wir die Dr. Bryson-Geschichte gelöst haben, dann können wir gleich im Anschluss auf der Citadel bleiben. Weil der wird ja wohl wollen, dass wir ihm bei irgendwelchen Forschungsarbeiten helfen. So. Und wir sagen jetzt hier andocken. Und dann sagen wir nicht Allianz-Docks, wir sagen B, Dr. Brysons Labor. Und los geht's mit dem Leviathan DLC. Huhu.
Na, das dauert aber. Er lädt und lädt und lädt. Ah. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von dem Einsatzdienst aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Verzeihen Sie, Commander. Der Rest meines Teams verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Oho, ist das notwendig? Das ist interessant, aber bezweifelt heute noch jemand die Existenz der Reaper? Die Allianz braucht unbedingt Informationen über die Motive der Reaper, ihre Taktik. Alles, was uns einen Vorteil verschaffen kann. Und wie sind Sie hier als Leiter gelandet? Wenn der Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert, ist das für mich ein Anlass, das Gegenteil zu beweisen. Es geht Ihnen also um die Herausforderung. Um die Wahrheit. Noch 2148 hielt die Menschheit Aliens für einen Mythos. Da war ich schon geboren. Sobald der Mythos bewiesene Realität war, änderte sich unsere gesamte Geschichte. Die Reaper waren auch Teil dieser Realität. Und auch Sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir Sie kennen, kommt vielleicht eine Schwäche ans Licht. Ah, das könnte gut sein. Klingt wirklich nützlich. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit. Sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Das war ja gerade mal sehr spooky und er erinnert sich an nichts. Sie sind ein Mörder. Gute Frage. Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als Sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand. Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Was ist dann hier passiert? Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls Sie... Ah! Was ist los? Zurück! Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. What? Verdammt. Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen.
Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Dis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös. Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Wow. Dieser Leviathan ist ein Reaper-Killer. Könnte nützlich sein. Klingt gefährlich. Alles, was einen Reaper töten kann, würde jede Menge Kollateralschäden anrichten. Aber angesichts des Konflikts halte ich das Sprichwort "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" durchaus für relevant. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Ja, und doch auch das Artefakt war doch auch von dem, oder? Audiolog finden. Ist das das Audiolog? Wahrscheinlich. Schon gefunden. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Garneau. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Okay. Wir können ihn gemeinsam finden. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Auf Galaxiekarte nachsehen. Sehr cool. Ich finde das auch cool, dass die Edi so eingebaut haben. Was ist das da hinten? Na gut. Position von Garneau aktivieren. Oh. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Ah, das Labor nach Hinweisen durchsuchen. Ach so. Ich muss jetzt hier in alle Ecken gucken. Hier, Moment. Proteaner-Artefakt untersuchen. Ist das proteanisch? Ja. Dr. Bryson und Liara hätten bestimmt viel Gesprächsstoff gehabt. Ehrlich gesagt... Können Sie einen Suchfilter mit Orten hinzufügen, wo es proteanische Ruinen oder Artefakte gibt? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Okay. Ehrlich gesagt habe ich mir das auch gedacht, dass die Liara und der Dr. Bryson sich gut verstanden hätten. Und jetzt? Proteanische Artefakte. Ah. Keine Ergebnisse. Okay. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Ah, deaktivieren. Ach so. Ah, ich verstehe. Ich muss jetzt hier mehrere solcher Filter finden und musste dann schauen, welche passen. Ah, die gute Kombinationsgeschichte. Bryson Experiment. Das sieht ja aus wie ein Husk-Kopf. Okay. Das war jetzt kein Hinweis. Ich will das aber auch nicht mehr benutzen. Und er schaut immer zu mir. Uiuiui, armer Shepard. Ah, Moment mal. Ist denn hier auch noch was? Ah,
Pistole, Schädeltraumasystem. Okay, das hat jetzt aber nichts damit zu tun. Da schauen wir nach, hat vorbei. Was ist denn hier? Das sieht aus wie eine Registrierkasse. Computerkonsole. Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Computerkonsole benutzen. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Hier können wir noch irgendwas aufheben. MP-Hochgeschwindigkeitslauf. Okay, ich weiß zwar nicht, wo der genau lag, aber bitte. Habe ich hier eigentlich schon überall nachgesehen? Ja, und jetzt haben wir hier praktisch mehrere Filter. Ah, Verbrechen mit Blackout. Verbrechen mit Blackout. Auch nix. Keine Ergebnisse. Einige unserer Suchparameter könnten irrelevant sein. Okay. Die sind beide scheinbar irrelevant. Oder muss man die kombinieren und erst in der Kombination werden sie relevant? Das kann natürlich auch sein. So, wo gehen wir denn mal hin? Was ist denn das eigentlich? Moment mal, was war denn das hier eigentlich? Was ist das? Das sieht übel aus. Sovereign-Fragment. Was hier ist ein Sovereign-Fragment? Die Sovereign. Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? Okay. Oh, da kann man rauf. Das ist scheu. Ah, hier ist die andere Tür, die wir vorhin von außen gesehen haben. Aber hier scheint nichts zu sein. Dann gehe ich mal ganz kurz rauf. Abstrakte Kunst wahrscheinlich. Was haben wir hier? Bild untersuchen. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Okay. Sieht aber trotzdem interessant aus. Was haben wir hier? Audiolog benutzen. Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rad sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Okay, die haben also schon gewusst, was sie da gefunden haben. Eine mächtige Waffe, diesen Reaper. Und die wollten natürlich nicht, dass der Leviathan gefunden wird, weil das hätte ja bewirken können, dass man eine Gegenwaffe gegen ihre neue Waffe findet. Hier ist nix. Ah, hier geht aber noch rein. Hui. Das ist aber ein interessantes Badezimmer. Kann man da rein? Man kann hier rein und die Dusche funktioniert auch und unser Shepard wird nass. Ich glaub's nicht. Sehr cool. Ja, dann schauen wir mal hier. Oh, hier sind einige Sachen. Oh, wieder so eine Zeichnung. Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Derzeit, sagt sie. Aha. Das heißt vielleicht später. Videolog. 7. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wenn wir Daten über die früheren Bewegungen von Rachni-Schiffen finden, grenzt das unsere Suche vielleicht ein. Okay, das sind ja interessante Theorien. Voll cool. Computerkonsole benutzen. Das scheinen Sichtungen von Schiffen zu sein, die zu Rachni-Signaturen passen. Aha. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen?
Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Sehr schön. Gut, Leute, wir schauen uns dann im nächsten Part weiter nach Suchfiltern um. Aber wir machen jetzt hier einen Logbuch, einen Codex-Eintrag. Schiffe und Fahrzeuge. Nach der Schlacht um die Citadel waren Freiwillige der Menschen und der Turianer 3 Monate lang damit beschäftigt, den Orbit der Station von Schrott zu befreien. Dabei bargen die Turianer insgeheim das mächtige Hauptgeschütz der Sovereign sowie den Hauptteil seines Element Zero-Kerns. 11 Monate später stellten die Turianer die Tanix vor, eine kleinere Version der Waffe. Der Kern der Tanix ist eine flüssige Eisen-Uran-Wolfram-Legierung, die durch ein mit Element Zero betriebenes elektromagnetisches Feld in der Schwebe gehalten wird. Das geschmolzene Metall wird beim Abschuss zu einem festen Projektil, das auf einen erheblichen Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird und beim Aufprall alle bekannten Schilde und Panzerungen durchschlägt. Die Waffe lässt sich verlässlich alle 5 Sekunden abfeuern. Die vergleichsweise geringe Größe der Waffe ermöglicht die Montage auf den meisten Jägern oder Fregatten. Sie wird mittlerweile flächendeckend vom Allianzmilitär eingesetzt und ist die Primärwaffe der generalüberholten Normandy SR-2. Jawohl, das haben wir auch gewusst, die haben wir in Mass Effect 2 besorgt. Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier einen Cut und stöbern dann im nächsten Part von Mass Effect 3, dem Leviathan DLC, weiter hier in Dr. Brysons Labor rum. Also, bis dann, ciao!